Maria Krause, das ist die stellvertretende Bundesvorsitzende der Partei der Humanisten. Voilà, Bühne frei, Maria Krause, bitte. Hallo Hanfparade! Geht's euch gut? Das freut mich. Hoffen wir, dass das auch so bleibt, weiter Abstände halten, ihr wisst Bescheid. Ich freue mich sehr, 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 heute Abend mit euch alle hier Gesicht zeigen zu können und gemeinsam mit euch allen auf die Straße zu gehen für die Legalisierung. Ihr habt es gehört, ich bin zum ersten Mal heute hier, ich bin auch super aufgeregt, ich stelle mich jetzt noch mal kurz selber vor. Ich bin Maria Krause, ich bin nicht nur stellvertretende Bundesvorsitzende, sondern auch Berliner Spitzenkandidatin für die Partei der Humanisten. Ein paar von euch waren bestimmt schon mal meinen Kollegen am Stand, das ist der, der da hinten so schön blinkert. Ja, wir sind alle heute hier, weil es einfach seit viel zu vielen Jahren Stillstand gibt in der deutschen Drogenpolitik, obwohl eigentlich schon lange klar ist, dass die Relegalisierung von Cannabis schon lange überfällig ist. Die Studien, die Zahlen, die Daten, schlichtweg sämtliche Fakten sprechen alle eine klare Sprache hier. Cannabis muss legalisiert werden. Es ist Zeit. Danke. Aber stattdessen fahren deutsche Politiker der etablierten Parteien, also diejenigen, die an den entscheidenden Stellhebeln sitzen, einen repressiven Kurs, einen politischen Kurs, der auf irrationalen Ängsten, auf Vorurteilen und auf veralteten Ideologien beruht. Daran muss sich etwas ändern. Aber ob sich etwas bewegt, das liegt dieses Jahr zur Bundestagswahl in unserer Hand und die Zeichen stehen gut. Es ist endlich Zeit, Stellung zu beziehen. Es ist Zeit, sich klar zu positionieren. Es ist Zeit für einen Wandel. Es ist Zeit für die Legalisierung. Wir brauchen noch viel, viel mehr mutige, junge Leute, die wirklich etwas bewegen wollen. Leute, die in die Politik gehen und etwas verändern wollen. Und die genau wie ihr alle hier ein einfaches Weiter-so nicht mehr akzeptieren. Deshalb investieren ich und tausend andere ihre ehrenamtliche Freizeit in einer kleinen Partei, in Verbänden, in Initiativen. Das sind alles Leute, die mit Herzblut dabei sind. Das sind alles Leute, die wirklich was bewegen wollen. Und das sind Leute, die eure Unterstützung brauchen. Es kann doch einfach nicht wahr sein, dass hier wirklich einige Legalizer seit 20 Jahren immer wieder das Gleiche erzählen, obwohl die Argumente alle auf unserer Seite sind. Und ich bin zwar noch keine 20 Jahre dabei, aber ich bin auch schon mega angenervt von diesen permanenten Minimalkompromissen, die eigentlich keine sind, und dieser ganzen Duckmäuserei im Deutschen Bundestag. Es muss sich was ändern, denn diese irrationale Politik, diese Prohibition, die geht auf Kosten unserer Gesundheit, auf Kosten unserer Freiheit und nicht zuletzt auch auf Kosten ganzer Existenzen. Für uns Humanisten ist es eine Selbstverständlichkeit, dass Politik die Bürger als mündige Bürger behandeln muss. Dazu gehört eine liberale Drogenpolitik, eine Politik, die zukunftsorientiert ist, eine Politik, die auf Fakten basiert ist und eine Politik, die den Mensch in den Mittelpunkt stellt. Rational ist es absolut nicht nachvollziehbar, wieso Substanzen mit vergleichsweise geringem Gefährdungspotenzial mit Verboten belegt sind und sogar eine Pflanze wie Cannabis mit jahrtausendelanger Tradition verboten ist. Während andere Substanzen, die weitaus problematischer sind, wie Alkohol, Tabak, auf dem freien Markt verkauft werden. Das ist nicht nur Doppelmoral, das ist mit Verlaub Bullshit. Es wird endlich Zeit, die deutsche Drogenpolitik ins 21. Jahrhundert zu katapultieren. Und andere Länder wie Kanada oder Portugal machen es bereits vor. Ein Kurswechsel in der deutschen Drogenpolitik ist nur eine logische Schlussfolgerung aus den zugrunde liegenden Daten, wenn wir uns das mal angucken. Die Prohibition hat es nicht geschafft, Drogenkonsum zu reduzieren. Sie schafft es nicht, an Drogensucht erkrankte Menschen wirkungsvoll zu unterstützen. Das Verbot und die damit einhergehende Stigmatisierung nützt weder Konsumierenden noch der Präventionsarbeit. Sie verhindert stattdessen faktenbasierte Aufklärung. Die Einteilung von Substanzen in legal und illegal, die ist zwar historisch gewachsen, aber die ist einfach komplett unwissenschaftlich. Wir Humanisten fordern eine Drogenpolitik ohne eine solche willkürliche und irrationale Einteilung in legal und illegal. Wir wollen die Entkriminalisierung aller psychoaktiver Substanzen.
Wir wollen eine evidenzbasierte Einstufung durch ein Fachgremium von Experten und nicht irgendwelchen Danielas. Wir wollen ein vernünftiges, ein staatlich kontrolliertes Abgabesystem. Wir wollen umfangreiche Prävention. Wir wollen bessere Aufklärung und niedrigschwellige Beratungsangebote für Hilfsbedürftige. Die Bereitstellung wissenschaftlicher Erkenntnisse über diese Substanzen, das sehen wir als staatliche Aufgabe. Und auch die Bereitstellung und die Vermittlung von Safer Use und Harm Reduction Strategien. Der faktisch gescheiterte Krieg gegen Drogen ist ein Krieg gegen Menschen. Dieser Krieg ist global gesehen eine politische und humanitäre Katastrophe. Dieser Krieg muss enden. Humanismus, das bedeutet verantwortungsvolles Verhalten gegenüber den Mitmenschen. Das bedeutet Respekt vor der Würde des Menschen. Und nicht zuletzt auch freie Entfaltung und Emanzipation. Genau dafür setzen wir uns als Partei ein. Genau dafür sind wir heute alle hier. Frei nach Kant möchte ich daher an dieser Stelle noch sagen, Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Und Mündigkeit, das ist zum Beispiel die Fähigkeit, Hanf von Brokkoli zu unterscheiden. Und so viel sollte man uns allen ja wohl zutrauen. Darum danke ich euch allen hier heute fürs Dabeisein. Ich möchte auch ein großes Danke an das Orga-Team aussprechen, an alle, die hier dabei sind, was sie überhaupt erst möglich gemacht haben. Bitte lest Wahlprogramme, emanzipiert euch, geht wählen und habt noch einen schönen Abend. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Maria.